Vielleicht ist das machbar, wenn wir drüber fliegen. Oh, guck mal, du kannst reingucken. Warte. Gleich. Oh, ja. Ich bin drinnen. Guck's dir an. Wir sind zu Fuß über der Zone. What the f- Impulsgranaten. Und? Komm schon. Ich bin auf jeden Fall überhalb der Zone mit dem Jumppad. Sieht auch cool aus. Ich versuch's bei mir auch. Leute, hier ist überhaupt und da bin ich von Die Buddies Zocken und heute werden wir auf die Startinsel gehen. Wir haben ja schon alles Mögliche gemacht. Wir waren schon unter der Map, wir waren überhalb der Zone, wir wurden gebannt dafür, dass wir unterhalb der Map waren. Also heute gehen wir auch auf die Startinsel und wir haben da eine Strategie, die möglicherweise sogar funktionieren könnte. Ich bin gespannt, ich würde sagen, wir gehen einfach rein und probieren es ein paar Mal und ja, let's go. Auf geht's. So Leute, ihr seht da hinten schon, die Startinsel ist gar nicht so weit entfernt von da unten. Unser Plan ist, wir gehen erstmal auf den Baum, probieren das standardmäßig. Wir werden uns rüberbauen. Wir brauchen erstmal haufenweise Materialien dazu und ich würde sagen, sobald wir genug haben, sehen wir uns wieder. So Leute, wir sind am Rand der Map. Ihr seht schon, hier hinten ist dann das Ganze und ich fange an, dass ich den Weg dahin baue. Leute, auf geht's. Wir haben beide haufenweise Ressourcen, hier sollte auch keine mehr kommen und wir müssen euch immer zeigen, warum es standardmäßig nicht möglich ist, dass man da so hinkommt und wie wir vielleicht mit unserer Strategie dann hinkommen. Wir sehen die Zone da hinten schon, scheiße Mann. Oh Gott, wir müssen so Gas geben, Mann. Mhm, das wird gut Damage machen. Oh ja. Wie das schon mal gesagt? Gut. Also, ich bin mir auch sicher, dass es weh tut. Wie viel Zeug hast du eigentlich am Start? Ich habe 1000 Ressourcen. Okay, ja gut. Ich hatte auch ca. 1000 Ressourcen. Das heißt, das wird schon ein Stück halten. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Weg schaffen. Wir haben echt verdammt viel gerade abgebaut. Ja, Mann. Und eine Strategie, die wir auf jeden Fall probieren werden, ist, wie bei über der Zone, dass wir von oben dann reinkommen in die Startinsel. Weil, ihr werdet es dann gleich merken, da wird eine unsichtbare Mauer kommen und das müssen wir euch erstmal zeigen. Und da, ich bin schon in der Zone, ja, GG. Ja, moin. Alter, ich wäre fast alleine mit meinem Inventar ganz hingekommen. Oh, ja, ich sehe es gerade. Bist schon fast dort. Ja, ich glaube, du kommst sogar hin, oder? Ich habe nicht mehr viel. Okay. Ich bin broke. Ich habe nichts mehr. Hoffe, du kommst. Ich hasse dich auf jeden Fall schon hinterher. Ja, ich habe nur 5 Bandages, also beeil dich. Ja, ja. 5 Bandages, warte, sind 75 Sekunden Zeit. Also, okay. Ich habe jetzt ja, noch 150 Sekunden, 2,5 Minuten haben wir jetzt hier noch, bevor ich sterbe. Du stirbst ein bisschen früher. Ja, Mann. Außer du hast jetzt auch noch ein paar Bandages gefunden. Warte, drop mir ein bisschen was, falls du runterfällst. Drop mir die Hälfte oder so. Genau. Ja. Perfekt. Dann bau dich weiter. Wir sind ja fast da, Leute. Und das ist eigentlich richtig geil, dass man schon mal so nah rankommt. Und ich glaube, jetzt müsste es dann gleich kommen. Ich ist bin so. Mir sicher. Vielleicht, ja, da ist es. Da ist es, Leute. Wir können da nicht weiter. Oh, ich fall schon runter. Ja, moin. Ja, moin. Du bist ein Profi. Günstig. Ihr seht schon, hier ist eine unsichtbare Mauer. Und der Plan ist, mit dem Raketenwerfer so weit wie möglich nach oben zu gehen. Und dann uns über die Barriere, überhalb der Zone, drüber zu schießen. Und natürlich, bei unserem Lack bekommen wir einen Raketenwerfer. Also, wir werden mal sehen. Ich probiere jetzt auch direkt oben drüber zu kommen, weil vielleicht ist das möglich. Ich laufe auch gleichzeitig nach links und da werde ich sehen, ob es geht. Ja, Mann, auf geht's. Ich bin schon ziemlich weit oben. Zum Glück hast du mir den Zeug gedroppt. Ich wusste so, dass du einfach runterfällst. Das ist so klar. Und wie weit komme ich denn noch nach oben? Ich setze mal kurz Bandages ein. Holy shit. Guck mal, du kannst was drauf. Guck dir, da ist sogar der Battlebus. Ist so. Fake-Bus, Leute. Der Fake-Bus, der ist nie weggeflogen. Was ist da los? Wir wurden betrogen. Das sind noch ein paar Büsse, Mann. Oder Busse. Okay, kannst du wieder weiterbauen. Also, ich habe jetzt noch ein Stück. Das ist das letzte Stück. Und ich komme nicht drüber. Also, das heißt, wir müssen wirklich die Raketen... Alter, guck dir an. Ich bin schon fast drüber. Du kannst fast hochjumpen. Guck's dir an. Also, Leute, ihr merkt schon, vielleicht ist das machbar, wenn wir drüber fliegen. Oh, guck mal, du kannst reingucken. Warte. Gleich. Oh, ja. Ich bin drinnen. Guck's dir an. Wir sind zu Fuß über der Zone. What the fuck? What the fuck? Aber wir sind nicht in der Startinsel drinnen. Okay, ich würde sagen, wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie das schaffen, dass wir einen Raketenwerfer finden und dann auch noch dahin kommen. Also, da ist viel Glück jetzt dabei. Und ja, ich würde sagen, ich springe runter, oder? Ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt 1000 Ressourcen oder über 1000 und den scheiß Raketenwerfer. Das sind zwei Challenges quasi, die schwierig sind.
Nein. Ah. Oh Gott, okay, jetzt bin ich tot. Also, wir sehen uns gleich wieder. Oh Leute, wir sind wieder da. Ohne Raketenwerfer. Ich habe mich ja vorhin nicht ganz nach oben gebaut, weil ich keine Ressourcen mehr hatte. Und diesmal bauen wir uns direkt nach oben und gucken, vielleicht macht das einen Unterschied. Wir haben keine Ahnung. Wir haben... Wir versuchen alles, Leute. Wir wollen das versuchen schaffen. Alles. Wir haben wirklich... Okay. Hier kann ich nicht mehr nach oben. Das heißt, warte, komm hier hoch. Genau, wir bauen uns jetzt hier so rüber. Wir haben wirklich... Auf geht's. Wieder so haufenweise Kisten durchgesucht. In komplett Flash Factory war nix. Benny, du warst bei Lucky Landing, oder? Oder warst du? Nee, warst du nicht. Du nee. Bei der dazwischen. Ja, genau. Ja. Also wir haben wirklich alles wieder probiert. So, ich habe jetzt fast keine Ressourcen mehr. Du musst weiter. Auf geht's. Wir haben jetzt wieder circa... ich habe 5 Bandages wieder, 2,5 Minuten Zeit. Ich habe auch 5 Bandages. Ja, 2,5 Minuten ist alles drinnen. Komm okay. Schon. Diesmal nicht runterfallen. Ja, ja, Mann. Ja, finde ich nicht so geil, Mann. Fällt einfach runter. Vielleicht war ich vorhin wirklich auch schon am höchsten Punkt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du warst echt schon oben. Es könnte sein, dass sich's perfekt ausgegangen ist. Hier geht's nicht weiter. Jetzt könntest du eins nach oben bauen oder so? Ja. Warte, hä? Was denn? Bin ich jetzt weitergekommen als du? Nee, nee. Das ist, so hier ist das okay. Die seitliche Grenze. Ja. Okay, warte, gib mir auch mal ein paar Ressourcen. Ich hab ne Idee. Ja. Bin dir? So, komm mal runter hier. Komm mal runter zu mir. Ja. Stell dich hier am Rand hin. Ich spring auf deinen Kopf, vielleicht komme ich so irgendwie rein. Und du, warte, du musst ein Stück zurückgehen. Ich hab die Idee, warte. Okay. So, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja? So, jetzt stellst du dich, komm rauf, stell dich in, ganz in die Ecke, einen Schritt zurück und ich spring jetzt auf deinen Kopf. Komm schon, geh ein bisschen Stück zurück. Naja, es war zu weit. Okay, noch ein bisschen zurück. Vielleicht können wir uns irgendwie, vielleicht kommen wir durch. Man weiß es ja nicht, komm schon, es geht's nicht. Vielleicht irgendwie mit der Treppe so durch. Nee. Alter. Vielen nicht vergessen. Das gibt's nicht, Leute! Wir wollen hier durch diese Zone! Wir sind auch außerhalb der Map, wenn wir mal auf... Guck mal auf M. Auf die Karte. Mann. Sind wir komplett außerhalb. Ja, moin. Was ein schöner Weg. Oh Gott. Okay. Was könnten wir noch probieren? Ich versuche mich gerade rund um die Insel zu bauen. Ja. Leute, da, die schöne Insel. Wir sind fast da. Aber mehr geht nicht. Du kommst da wieder in die Zone rein, guck mal an. Schon wieder so niedrig hier. Guck mal, da hinten ist noch niedriger. Jetzt. Ich glaube echt, du warst vorhin ganz oben schon. Ja, ich glaube auch. So, das kommt jetzt zu uns, oder? Kommt? Nee, es kommt nicht zu uns. Schade. Meine letzte Bandage. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen sterben. Nochmal Raketenwerfer suchen. Nein! Ja. Let's go, Mann. Holy shit. So Leute, es ist jetzt schon der dritte Versuch und wir haben jetzt sogar was gefunden, was uns eine Hilfe sein könnte. Und zwar, seht ihr schon, Impulsgranaten, mit denen kommt man ein Stück höher. Und vielleicht kann man da mit sogar drüber. Das hat, glaube ich, auch noch nie mehr probiert. Ich bin gespannt. Benny droppt mir auf jeden Fall schon alles, damit ich so lange wie möglich da überleben kann. Auf jeden Fall. Du hast einfach alles gedroppt, Mann. Hast keine Ressourcen alles mehr, oder raus. Was? Nee. Okay. Also hattest du echt nicht viel, Mann. Ich hoffe, ich hab da nicht viel gefunden. Ich hoffe, wir kommen rüber. Ja, aber komm, das mit Impulsgranaten, das könnte was werden. Aha. Ja. Erstmal muss ich so weit kommen, Mann. Ja, Mann. Ich spring schon mal in meinen Tod, dass ich dir zugucken kann. Ja. Komm schon, wo hört's auf? Wo hört's auf? Jetzt muss aber dann ein Ende sein. Hallo? Ja, jetzt ist gleich Ende. Ja, hier ist Ende. Jetzt. Okay. So, und jetzt zur Zone. Ich heal mich erstmal, ich mach safe. Ja, Mann. So, also, Impulsgranaten schleudern einen ja ordentlich in die Höhe. Vielleicht ist das schon genug, um drüber zu kommen, man weiß es ja nicht. Oder wir brauchen tatsächlich einen Raketenwerfer. Und wenn ich den Raketenwerfer finde, das ist so schwierig einfach. Das glaubt ihr gar nicht. Da gehört alles dazu, Zonenlack und keine Ahnung, am besten oder am sichersten sind es halt Supply Drops, weil wie selten ist bitte die Chance, aus einer Kiste einen Raketenwerfer zu bekommen. Mhm. Okay. Ich hoffe, ich habe genug Ressourcen, ich weiß es nämlich nicht. Wie viele hast du noch? Nicht mehr viele, 250. Okay. Ja, das klappt locker, du bist schon fast da. Guck, ich bin schon wieder in der Zone! Geh weg! Ich sehe nichts! Oder über der Zone, so meine ich. Ja, Mann. Okay, ich bin hier. So, jetzt heißt's. Bau dir noch mal kurz ein bisschen Sicherheitsding.
falls du direkt abprallst an der Wand, nicht, dass du zurückschleuderst oder so mal. Und runter. Ich hab die Idee, ich mach so. Warte, eine Treppe kann ich ja machen. Guck mal an. Ich heim nicht zuerst. Ich will nicht sonst direkt vom Fallschaden sterben oder so. Ja, Mann. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich stell dir vor, ich komm jetzt wirklich rüber. Das wäre zu krank, Mann. Ich weiß ja nicht mal, wie hoch man insgesamt schleudert. Kann man das so hoch fliegen mit dem? Werden wir sehen. So, einmal noch ein Bandage und dann gehe ich hier ganz okay, hoch. Okay, Leute. Spannung, so. Impulsgranaten. Und? Nein, oh, das war's schon mal nicht. Nochmal kurz. Das war's echt nicht. Hey, als ob, wenn wir jetzt nicht hoch genug kommen, lächerlich, müssen wir echt den scheiß Raketenwerfer holen. Holy ist so. Shit. Okay, nochmal. Diesmal ganz knapp bei mir. Und, oh mein Was? Gott. Ich bin schon so hoch. Digga. So lächerlich. Ich bin echt schon am Arsch der Welt oben gewesen. Okay, aber mit dem Raketenwerfer kommt man natürlich noch höher und da ist der letzte Versuch. Auf geht's. Ah, nee, wird's nicht. Leider. Da wieder nichts. Okay, dann Raketenwerfer dieses Mal. Mal gucken, ob das funktioniert. So Leute, wir sind jetzt beim vierten, ne warte, vierter Versuch sind wir gestorben, fünfter Versuch, wir haben einen Granatwerfer und mit einem Granatwerfer kann man sich auch wegschießen. Das heißt, wir probieren das jetzt hier mit einem Granatwerfer. Benni hat auch noch drei Medkits, lass mich sonst weiterbauen. Nicht, dass du runterfällst, wie beim ersten Mal. Wir machen so, weil du musst wirklich einen hohen Bogen fliegen. Ja Mann, wie viel okay, Leben habe ich komm noch? Her, komm her, komm her. Ja warte, ich habe gerade die Aufnahme gestartet, ich habe seit ein paar Sekunden Standbild, okay. Okay. Ich ja, setze kurz Medkit ein und dann kann es losgehen. Ein. Leute. Jetzt ist alles oder nichts, mal mit Granatwerfer. Ey, wir probieren wirklich alles hier durch. Ist so. Oh, okay. Ich lade deinen mal nach. Ich nehme zuerst meinen blauen. Vielleicht ist mit dem einfacher. Okay. Stell ich hin. Ja. Und spring. Nein. Oh oh. Weg hier. Ah, Digga, ja. Durchziehen. Alles safe. Oh mein Gott. Los. Puh. Hat er gleich Panik. Ja, Mann. Komm ran. Okay. Ich repariere hier nicht wieder alles. Okay. 3, 2, 1, go. Nein! Ich bin direkt runter, was? Fuck, Mann! Okay, warte, wir müssen noch ein bisschen weiter zurück. Vielleicht kannst du da noch einen höheren Bogen fliegen. Ey, das okay, war so go. Schön, komm her. 3, 2, 1, go. Nein! Oh, 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 nicht gut. Nicht gut, ich bin tot. Du bist tot. Nein! Okay, aber ich würde sagen, mit dem Granatwerfer geht's auch noch. Jetzt brauchen wir noch den Raketenwerfer. Okay Leute, wir sind wieder am Rand, wir haben eine neue Sache am Start, wir haben diesmal ein Jump-Pad. Wir haben ja gesagt, vor 10 Versuchen schon, dass wir einen Raketenwerfer eigentlich wollen, aber, Leute, das ist nicht so easy, den zu bekommen. Ich gehe jetzt mal so weit, wie es geht, hier nach vorne. Wir können ja beide Mann. In eine andere Richtung fliegen und mal gucken, vielleicht geht sich's aus, dass irgendwer hinkommt. Warum ja, nicht? Mann, ich hoffe, das wäre zu perfekt. Ja, Mann. Okay, gehst du in die andere Richtung dann? Ja? Okay, perfekt. Ich kann jetzt auch noch nicht nach rechts laufen und das war das letzte, was ich platzieren konnte. Ich gebe mir ein Medkit und dann mein Schlürfsaft und dann probieren wir es mit dem Jump-Pad. Leute, ihr seht schon, man könnte mit dem Jump-Pad hier locker über die Zone kommen. Aber wir wollen natürlich auf die Startinsel. Das heißt, das ist ein ganz anderes Prozedere. Ich platziere mein Jump-Pad hier und... Du fliegst schon und... Ich komme nicht rüber, Mann. Sieht nicht gut aus bei dir, Mann. Absolut okay. nicht. Komm schon, ich bin auf jeden Fall überhalb der Zone mit dem Jump-Pad. Sieht auch ich versuch's bei mir aus. Auch. Ich sehe halt absolut nichts, wo ist denn der Weg? Ja, ich sehe auch nichts. Oh mein nichts Gott. Mehr. Warte, und jetzt fliege ich mal eine Runde. Mal gucken, wie weit ich komme. Und wo. Okay. Geht da. Das ist keine ja? Chance, Mann. Vielleicht komme ich hier hinten irgendwo hin. Auf eine Stelle. Wir versuchen es halt wirklich sogar mittlerweile mit Jump-Pad und allem Möglichen und es klappt einfach nicht. Warte mal, vielleicht kommt man hier. Alter, wie weit ist. Hä? Wie weit ist denn. Die Grenze da? Alter, da kommt man niemals hin. Guck sie mal an. Unsere letzte Hoffnung ist jetzt echt nur mit einem Raketenwerfer. Ich meine, ich bin im. Du fliegst gerade echt um die Startinsel. What the fuck? Ja, da? Mann. Ich bin jetzt hinten schon dran. Und ich komme da nicht ran. Keine Ahnung. Ich bin echt schon am Arsch. Ich bin wirklich fast eine komplette Runde. Also eine Hälfte, halbe Runde bin ich geflogen. Ja, moin. Ah, Mann, ich sehe es echt. Und bin down. Also Leute, fliegst du noch? Ja, ich flieg noch. Okay. Versuche okay. auch gerade eine Runde zu machen, aber da kommt man echt nirgendwo hin. Nein, da kommt man nirgends hin. Ja, jetzt kommt der letzte Versuch mit einem Raketenwerfer, falls wir einen Raketenwerfer finden. Ja. Ja, Mann! Was? Ja! Ernsthaft?
Ja, in der ersten Kiste. Ja, in der ersten Kiste, Mann. Nee, hier landet einer bei mir. Weh, du killst mich. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Wir sind in die Waffenzone. Die Zone schon wieder, Mann. Okay, komm her zu mir. Jetzt, ja, ich bin oben. Du musst nicht so weit am Rand. Okay. Let's go. 3, 2, 1, go. Der erste Schuss ist daneben. Ich will nicht, dass was explodiert. Nochmal. Warte. Spring. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, schnell. Ich muss mich kurz bandagieren. Ich hab noch zu bauen. Ich seh deine Leben. Holy shit, warum ist das gerade explodiert? Letzter Schuss. Go. Nein! Es hat mich so runtergepackt. Oh mein Gott. Ey, fuck, Mann. Hast du Raketenschüsse? Nee, hab ich nicht. Ey, Mann, Leute, wir haben's verkackt. Fuck, ja. Das war es aber trotzdem, Leute. Wir haben jetzt über 2 Stunden den Raketenwerfer eigentlich gesucht. Aber es waren ein paar nette Versuche dabei. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal mit einem Raketenwerfer. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und Benni, hast du noch was? Nee, haut rein. Bis morgen. Ciao.